Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Wir müssen probieren, die geheime Formel aus Bikini Bottom heute zu stehlen, Freunde. Ja, wir sind nämlich gerade in der krossen Krabbe. Und hier ist auch gerade Planton. Und er fragt uns gerade, ob wir ihnen dabei helfen können, die geheime Formel zu finden, Freunde. Und das machen wir natürlich auch, falls ihr heute mal wissen wollt, wie der Krabbenburger gemacht wird. Dann haut jetzt auf jeden Fall gerne mal auf den Like-Button und auf den Abo-Button. Wir werden auf jeden Fall der Sache auf den Grund gehen. Dreht auf jeden Fall noch gerne mal ganz kurz euer Handy. Drückt gerne noch auf den Abo-Button mit der Glocke natürlich dazu, Freunde. Noch einmal ganz kurz auf den Like-Button, Freunde. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Wir gucken jetzt mal ganz kurz, wo wir jetzt hier genau lang müssen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall aufpassen, dass wir jetzt hier gerade nicht diesen Boden da berühren. Also diesen Pfützenboden. Und jetzt haben wir hier... Oh, doch den Boden berührt. Warte mal, muss ich, glaube ich, hier durch die Tür gehen, Leute? Nee, da geht es auf jeden Fall schon mal nicht lang. Ah, ich darf auf jeden Fall nicht den Boden berühren. Ich würde mal sagen, dann geht es wahrscheinlich hier sogar auf Toilette oder so, ne? Ah, ja, genau. Jetzt müssen wir hier rein und... Ey, Leute, hier ist einfach SpongeBob. Sieht aus, als wäre ich jetzt gerade bei SpongeBob. Ja, das sieht auf jeden Fall echt so aus, ne? Also, Leute, hier ist einfach gerade SpongeBob, der hier gerade diese Buletten wendet. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass das nicht genau in dem Moment macht, wo wir quasi draufstehen. Deswegen, komm, wir gehen jetzt mal auf die Teile hier rauf, so, und springen! Ja, Checkpoint, jedenfalls hier gesichert. Alter, ist SpongeBob groß, Freunde. Der ist ja mega, mega groß. Okay, wir müssen jetzt nur eine Pommes, ist richtig. Also, jetzt ist ja wahrscheinlich hier die linke, genau. Die linke ist richtig und jetzt würde ich sagen, die mittlere, ah, nein... Vielleicht rechts diesmal. Ja. Okay, links und rechts. Und oh Gott. Was sagt Planton jetzt? Oh nein, wir sind auf jeden Fall hier anscheinend bei einem toten Ende gelangt. Also deswegen müssen wir aufpassen. Ganz schnell hier springen. So. Okay. Okay, ja. Ihr seht hier schon, den nächsten Checkpoint haben wir jetzt auf jeden Fall ganz, ganz leicht geholt. Und Gott, hier ist ja richtig alles ausgelaufen, Leute. Boah, SpongeBob groß. Ich muss sagen, ich habe echt ein bisschen Angst vor SpongeBob. Ne? Ich weiß auch nicht warum. Aber ich glaube, der weiß, dass wir die geheime Formel klauen wollen. Aber gut, okay, komm, wir gehen mal ein bisschen weiter. Jetzt haben wir hier nochmal den nächsten Checkpoint. Und hier sind jetzt so... Ah! Nein, wir dürfen auch nur wieder einmal drauf springen. Also hier so Tomaten, Leute. So, zack. Okay. Guck mal, die ist am Ende sogar weggeflogen. Jetzt können wir sogar hier hochklettern. Yeah! Jetzt sind wir vielleicht sogar ein bisschen größer als SpongeBob, Freunde. So muss es auf jeden Fall sein hier. So. Nächster Checker auf jeden Fall am Start. Und ey, SpongeBob, warum hast du so viele Löcher hinten drin? Der ist ja echt richtig durchlöchert, Leute, ne? So, jetzt hier geht's auf jeden Fall noch ganz schön gut runter. Ich würde mal sagen, wir springen jetzt hier ganz kurz runter und zack zum nächsten Checkpoint. Und Planton, was möchtest du jetzt von mir? Wir müssen auf jeden Fall über die Krabbenburger springen. Anscheinend sagt er noch nichts anderes. So gut, wir springen erstmal über die ganzen Krabbenburger. Oh Gott, das werde ich doch niemals schaffen, Leute. Ich werde auch hier niemals... Wow, doch! Hey, ich weiß nicht warum, aber ich kann auf einmal höher springen. Und zack, yeah! Als wäre gerade so eine andere Gravitation und yeah, nochmal. Und müssen wir jetzt gerade wirklich nochmal rausgehen jetzt hier? Sind wir nicht gerade eben von hier gekommen? Wir sind zwar gerade eben von hier gekommen, aber... Wir sind im Büro von Mr. Krabs. Leute, hier ist gerade Mr. Krabs. Warte mal, was sagt jetzt Planton? Hier ist Mr. Krabs Büro. Aber wir müssen anscheinend... warte mal, wie öffnen wir das denn jetzt am besten? Wie machen wir es auf? Er meint, wir müssen auf den Knopf drücken und dann kriegen wir eine 4-Zahlen-Kombination und die wird es auf jeden Fall öffnen. Okay, warte mal ganz kurz. Das heißt, wir müssen jetzt hier irgendwie, muss jetzt hier irgendwo draufdrücken, hier oder so draufdrücken, Freunde? Auf diesen kleinen Knopf? Ach so, okay, warte mal, wir müssen die richtige Zahlenreihenfolge dingsen. Zack, zack, zack. Okay, das ist schon mal so. Ah ne, dann ist es glaube ich so. Zack, zack, zack und zack. Ah, ja, ich habe gerade den richtigen Zahlencode eingegeben und oh Gott. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Wir sind einfach im Tresor von Mr. Krabs, dem Geizhals, Freunde. Der ist ja so geizig, der hat ja so viel Geld gelagert. Kommen wir überhaupt nochmal raus? Oh ja, da vorne, Leute, da vorne. Können wir auf jeden Fall rausgehen? Okay, komm. Dann laufen wir auf jeden Fall ein bisschen weiter. Hier sind sogar Münzen und so gesammelt. Mal gucken, Planton, ob du uns auch hier zum richtigen Ort führst. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz hier rein. Wo sind wir jetzt? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Wir sind gerade hinter der krossen Krabbe. Und anscheinend sagt er jetzt, wir sind gerade hier rausgegangen. Aber, okay, jetzt, was ist jetzt los? Ja, was sagt jetzt Planton, Leute? Was sagt er? Oh, hey, Kayla! Du warst doch schon mal da. Er macht auf jeden Fall ein riesen Fragezeichen. Na gut, okay, komm, Leute, dann gehen wir mal hier weiter. Oh Gott. Nein, nein, nein. Hey. Oh, jetzt habe ich dieses Auto berührt. Das wollte ich gar nicht. Okay, pass auf, jetzt müssen wir auf jeden Fall hier weitergehen. Deswegen, hier wird es anscheinend mega schnell. Und zack, okay. Und jetzt nach links. Ah, alles klar. Und oh Gott, hier rüberspringen und rüberspringen. Yo, Leute, Polizei ist auch am Start. Und springen. Und springen. Alter. Hey, Slalom. Oh Gott, widerspringen. Hey Leute, die Polizei. Ah! Ehrlich, bin ich jetzt wirklich ganz am Anfang gelandet, wenn man einmal dagegen fliegt, ne? Okay, komm, Kayla. Wir schaffen das zu zweit. Zu zweit sind wir stark, Freunde. Jetzt werde ich das auf jeden Fall
ganz, ganz entspannt schaffen hier. So, zack, Sprung, zack, Sprung. Hier kein Problem, bisschen Polizei, halb so wild, Leute. Halb so wild. Und zack. Okay, jetzt hier rechts rum und nochmal einen Sprung. Und ja. Oh, Leute. Ist hier gerade einfach SpongeBobs Haus oder was? Ah, wir können sogar hier reingehen, Leute. Und aha, hier ist anscheinend ein Knopf, der die Tür öffnet. Und wir sollen auf jeden Fall aufpassen, dass wir nicht die Pfützen hier berühren. Na gut. Wo ist denn hier am besten der Knopf, der die Tür öffnen soll? Hier vielleicht die kleinen Blumen, Leute? Nee. Die kleinen Blumen sind schon mal nicht. Hier vielleicht... Nee, oh Mist, das war es auch nicht, Leute. Jetzt vielleicht auch irgendwo... Warte mal, können wir einfach hier reingehen oder so? Ah, wir können hier reingehen. Ach so. Ach, hier kann auch ein Knopf sein. Das heißt, hier muss jetzt irgendwo ein Knopf sein, Freunde. Vielleicht der Kuchen, ne? Ah, ich glaube, ich habe gedrückt. Ja, jetzt können wir durchgehen, Leute. Hier ist gerade die Tür offen. Oh, ich glaube, wir können auf jeden Fall mal ins Haus von Thaddäus oder vielleicht auch mal ins Haus von Patrick oder so, ne? Psch, nicht aufwachen jetzt hier. Die Formel ist anscheinend in Garys Dingens Schale drin. Dass du sicher ist, Leute, ich weiß da nicht, ne? Gucken wir mal. Wir sind in Garys Schale, Leute. Wir sind in Garys Schale, in Garys Häuschen. Okay, dann komm, ab geht's nach unten. Yo! Okay, Checkpoint ist auf jeden Fall schon mal gesichert. Alter, Gary, warum ist es denn hier so groß? Und hier haben wir auch wieder die ganzen... Ey, was da alles hier ist, ne? Oder Gary ist ja, glaube ich, eine Sie. Was die einfach hier alles ist, Leute. Dosen und so. Läuft auf jeden Fall bei Gary. Und Gott. Ihh, alles voller Schneckenschleim. Na gut, komm, wir laufen mal hier ganz kurz mal ein bisschen weiter. So. Und dann geht's ja sogar schon weiter. Alter, wie viel... Oh Gott, nein. Wie viel Papier hast du denn gegessen, Gary? Sag mal, die ganzen Zeitungen und so. Kann doch nicht angehen jetzt hier. Und oh Gott, wie hoch wir gerade einfach klettern müssen, Leute. Gary, was ist denn los bei dir, Mann? Was bist du denn für ein riesen Schneckerich? Nein, Schneckenscheiße, Leute. Ja, hier ist einfach Schneckenscheiße. Ah, und jetzt? Wo sind wir jetzt? Oh nein. Warte mal. Hier ist gerade SpongeBob. Und anscheinend... Warte mal. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Wir müssen aber jetzt hier noch rechts... Ne, warte mal. Müssen wir jetzt hier rechts lang? Oder da? Oder das ist ja... Oh Gott, Leute, wo müssen wir jetzt hier lang? Ich weiß es gerade nicht. Leute, wo müssen wir denn lang jetzt hier? Hier durch, oder was? Oder... Hä? Warte mal ganz kurz. Was sagt denn der hier? Ich habe gehört, es gibt eine geheime Sache auf der ganzen Map. Und eine Liste. Aha. Der hat auf jeden Fall... Hey, Leute, aber ich glaube... War es das jetzt schon? Haben wir jetzt hier irgendwo die geheime... Warte mal, was habe ich denn jetzt hier? Ne, das wollte ich nicht kaufen. Ich glaube, wir haben jetzt hier die geheime Formel, glaube ich, geholt, Freunde. Also, falls es so ist, dann ist es auf jeden Fall nicht schlecht. Ich kann auf jeden Fall gerade nicht mehr irgendwo durchgehen. Na, wir sind hier leider gefangen und können ja auch nicht mehr irgendwo rausgehen. Ich glaube, hier, ne, hier geht's auch nicht, ne? Ne. Also sind wir wohl hier gefangen. Ob wir nochmal die geheime Formel sehen werden, Leute, das kann ich auf jeden Fall euch leider nicht sagen. Aber haut auf jeden Fall gerne mal auf den Like-Button, auf den Abo-Button, wenn ihr noch mehr von solchen Obbys sehen wollt. Hat auf jeden Fall wieder heute richtig, richtig Bock gemacht. Schaut auf jeden Fall eins an dem Video aus, einfach draufklicken und abonniert diesen Kanal für tägliche Roblox-Folgen extra für dich.